Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du da draufgeklickt hast zum zweiten Teil mit unserem Star-YouTube-Interview. Delicious! Yes, girl, work! Und weiter geht's! Wir haben mal aufgehört mit jede Menge Dirty Talk und hoffen, machen das in dieser Folge auch weiter. Ja, freut euch drauf. Es ist ja so, dass wir lustigerweise zuvor uns schon unterhalten haben, auch zum Thema Jungdesigner. Da ist ja was geplant mit der Secret Fashion Show. Genau. Willst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ich werde laufen auf der Secret Fashion Show. Dank dem lieben Markus hier Slay. Und ich werde richtig slayen dort, weil ich bin einfach Model. Mich hat zwar keine Modelagentur in Deutschland angenommen, weil ich einfach so außergewöhnlich aussehe, gezupfte Augenbrauen habe, zwar die perfekte Figur habe, aber jede Modelagentur gesagt hat in Berlin und in Deutschland, hey, du bist so außergewöhnlich. Du hast eine Figur wie eine Frau, Behaarung wie ein Mann, eine Größe wie ein Mann, du bist einfach so außergewöhnlich und schminkst dich noch dazu. Okay, Models sind zwar immer ungeschminkt, wenn sie zu einer Modelagentur kommen, aber trotzdem, sie haben gemeint, du hast keine Chance auf den deutschen Markt. Du musst nach New York oder nach China gehen, da kriegst du sofort Jobs. Darauf habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, weil war mir zu aufwendig alles und habe dann halt YouTube weitergemacht. Ja, das war in meiner Anfangszeit, was mit YouTube war. Ja, ich wollte auch mal Model werden. Nicht nur Balletttänzer oder YouTuber, auch mal Model. Slay. Ja. Und wir werden das natürlich im Vorfeld begleiten mit einer Fotostrecke. Und es könnt ihr natürlich dann auch im Monaco Deluxe Print Magazin sehen. Bisschen Product Placement. Genau. Und denkt dran, das bekommt ihr kostenlos nach Hause geschickt, wenn ihr es einfach nur abonniert. Also unten in die Kommentare gucken, also nicht in die Kommentare, in die Infobox gucken und es kostenlos abonnieren. Da wird ihr noch deutlich mehr von dir zu lesen und zu sehen bekommen. Sehr, sehr schön. Ich hoffe auch nur Positives. Das werden wir sehen. Nein. Sehr, sehr schön. Ja, ihr habt Markus gehört. Schaut in der Infobox vorbei und slay. Und schaut euch mal und lest euch meinen Bericht durch. Nicht nur meinen, sondern auch alle anderen Berichte. Jetzt bist du bei YouTube schon jemand, der irgendwo auch ein bisschen die Jugend, glaube ich, mit beeinflusst oder auch vielleicht das Thema geht. Es gibt natürlich noch Kanäle, die es ein bisschen krasser machen. Du hast gerade vorhin einen erwähnt, den Serge Starling. Serge Starling ist schon eine Hausnummer krasser. Ist 1% krasser als ich. Also ich. Aber dieses 1%, glaube ich, macht auch viel aus, oder? Das macht echt viel aus, weil Serge Starling, liebe Grüße mal an dich, Schatz, gell? Serge Starling ist ein super lieber Mensch, kann super gut unterhalten und ist einfach wirklich, laut meiner Meinung, einer der Top-YouTuber, weil er weiß, hey, ich weiß, wie man unterhaltet. Deswegen habe ich ihn auch damals rausgeholt aus der Krise. Also er war noch ganz, ganz klein auf YouTube mit 100 Abonnenten und habe gesagt, hey, aus dir mache ich was. Dich pushe ich. Also wir haben dann ein Video zusammengedreht, das hat 500.000 Klicks. Seins wurde zwar gesperrt auf seinem Kanal, weil er irgendwelche Musik benutzt hat, keine Ahnung. Aber Serge Starling ist wirklich echt schon eine Nummer krasser als ich. Das muss ich so sagen, da bin ich auch mega stolz auf dich, weil Serge Starling einfach, er kann es einfach. Ich persönlich bin zwar auch schon so in diesem Thema sexuell und sehr offen dies und das, aber Serge Starling sagt es einfach eiskalt raus. Das weißt du, wenn man seine Videos schaut, so alles so schön und auf einmal sagt er so, ja du scheiß Schlampe, du fick dich und piep, 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 piep. Er haut einfach raus. Also so, das finde ich so geil. Das ist gerade das Unterhalt, ich krieg da mal Lachkrämpfe zum Umfallen, ich feiere es halt übertrieben. Ist natürlich jetzt schon auch eine Richtung, wo sich YouTube, glaube ich, auch ein bisschen entwickelt, in verschiedenste Richtungen. Jetzt ist natürlich auch meine Frage so ein bisschen, ob das nicht auch die vielleicht doch krasse Art und Weise der Kommentare allgemein auf YouTube mit beeinflusst. Also ich habe so das Gefühl, dass wenn jemand was kommentiert, komplett vergisst, dass es auf jemanden zurückfällt, dass man irgendwie komplett vergisst, dass man mal eine Erziehung genossen hat und auch teilweise echt die Wortwahl verletzend, beleidigend, rassistisch, sexistisch, alles Mögliche ist. Mhm. Sind vielleicht der ganze Trend bei YouTube allgemein alles noch krasser, noch heftiger? Ist das die richtige Richtung oder ist das bedenklich oder wie siehst du das? ApoRed, auf jeden Fall. Das Ding ist halt, jeder benutzt Clickbait mittlerweile. Jeder. Abgesehen von mir und Serge und von vielen anderen auch noch, mit denen ich zusammenarbeite und Videos drehe. Wenn ich und Serge ein Video hochladen und es steht im Titel, ich wurde am Strand gepoppt, dann stimmt es. Zu 90%. Dann rede ich darüber im Video schon etwas länger und sage, hey, das war so und so und so und so und so und so. Und mach nicht nur einfach Clickbait und setz irgendein Titelbild rein und fertig. Sondern das ist auch dann wirklich so. Wir sind am Strand und wie halt auch der Titel sagt. Oder mit dem Video, so will ich gepiept werden, das ist auch kein Clickbait. Da zeige ich wirklich sogar, das ist das krasseste Video auf meinem Kanal. Das hat fast 1 Million Klicks. Nochmal danke dafür, Slang. Und das war wirklich der Hardcore. Aber ist es eine Sache, wo man sagt, es ist
man muss immer was draufsetzen. Man muss immer noch ein bisschen schockierender werden. Und YouTube macht das ja auch so gefühlt immer. Für mich persönlich ist dieses Video super langweilig. Ich habe für dieses Video 5 Stunden gebraucht, um es zu bearbeiten. Für ein reguläres Video, wie zum Beispiel Dolly kommentiert Kommentare oder Storytime, für die brauche ich 3-4 Tage zum Bearbeiten. Für das habe ich ein paar Stunden gebraucht. Und das ging super schnell, super unprofessionelles Setting, wie wir das alles hatten damals, im Keller unten bei meinen Eltern Slang. Und für mich ist das Video langweilig. Boring. Das ist für mich nichts Besonderes. Ich hätte nicht gedacht, dass das so durch die Decke geht. Das war eigentlich so ein Video, naja, du haust mal ein Video raus, weil du jetzt gerade kein anderes Thema hast. Nimmst halt mal das. Und da habe ich noch eine, das musst du rausschneiden, peinlich. Ich hatte nichts gehabt, Slay. Und ja. Jetzt hast du ja auch natürlich, wie andere YouTuber, auch mit Product Placement zu tun. bei dem einen Video ist es ja auch deutlich ersichtlich. Bei dem mit den Stellungen zum Beispiel. Also ich denke mal, wie kommst du denn darauf? Kommen dann Firmen auf dich zu und sagen, hey, wir finden dich cool, wir würden was machen, und lässt du dir dann was einfallen? Wie zum Beispiel eben auch, wie bindest du so ein Produkt dann auch in dem Video an? Das Ding ist, dieses so will ich gepiept werden, das war eine Produktplatzierung. Das war aber 2 Tage davor vorher gesagt, hey, kannst du das bitte mal mit einbauen? Und habe ich die Produkte zugeschickt bekommen. Ich sage, ja, passt halt zum Video, ne? Nimm's halt mal mit rein. Ich habe es nicht platziert. Nochmal mega Entschuldigung dafür. Aber ich habe nicht gewusst, was ich da platzieren soll. Beziehungsweise, das war meine erste Produktplatzierung aller Zeiten. Und gerade bei diesem krassen Video. Und muss ich da oben jetzt Produktplatzierung hinschreiben? Habe ich nicht gewusst. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ich habe nur, man hat es ja auch gemerkt, also... Also ja. War offensichtlich, keine Frage. Aber also sozusagen war das Video also schon vor dem Produkt entstanden, oder wie gehst du allgemein an so eine Sache ran? Ich meine, viele, die uns jetzt also zuschauen, jetzt, kennen das ja gar nicht. Wenn ich jetzt eine Produktanfrage bekomme, eine Produktplatzierung, mittlerweile bekomme ich zu viele und ich mir so denke, ich soll für ein Motorrad werben, das hat keinen Sinn für mich. Die wollen also nur Reichweite von mir, das ist denen ihr Ziel. Ja, also ich gucke mir das Produkt an und sage, okay, das passt. Dann gucke ich mir das Budget an, was sie bezahlen. Und wenn das passt alles und ich hinter dem Produkt stehe, nachdem es bei mir angekommen ist, nachdem ich es getestet habe, sage ich, okay, ich platziere für euch. Dann mache ich das gerne. Und es gab schon ein paar Produktplatzierungen auf meinem Kanal, die meisten, also sind ja alle markiert. Keine Ahnung, wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt, Slay. Nee, also ich sehe es, also es ist ja auch alles markiert. Man merkt es ja auch, wenn ich sage, hey, unten in der Infobox, dann ist es markiert, also Slay. Und ich stehe hinter jeder Produktplatzierung auf meinem Kanal. Auch mit dem mit Einhorn-Condoms, mit Dildo King. Ich stand hinter jeder Produktplatzierung, weil das einfach zu mir gepasst hat damals. Und jetzt auch immer noch, wenn jetzt Dildo King wieder zu mir kommt. Die wollen auch übrigens wieder mit mir zusammenarbeiten. Aber dann, ja. Was wären so Traumprodukte, wo du sagst, ach, mit dem würdest du gerne was machen? Falls sie jetzt zuhören würden. Mit wem ich gerne zusammenarbeite, wär mit Hugo Boss. Mit Jeffree Star Cosmetics. Mit... ich weiß gerade nicht. Mit einigen Firmen auf jeden Fall, aber ja. Ja, vielleicht. Wer weiß. Ihr könnt ja mal vorbeischauen bei ihm im Channel und dann natürlich die eine oder andere Anfrage stellen. Viele Produktplatzierungen, beziehungsweise viele Firmen gehen ja gar nicht mehr, also mittlerweile wieder, weil ich jetzt wieder safe bin, wie meine Managerin es immer sagt, kommen auf mich zu und sagen, hey, okay, du bist jetzt wieder safe. Mit denen können wir wieder zusammenarbeiten. Weil damals hatte ich so einen Hate gehabt und die Firmen hätten diesen ganzen Hate mitbekommen. Was eigentlich nicht der Fall wäre, weil meistens gehen nur die Fans, die wirklichen Fans, auf die Links und klicken und kaufen und oder werben, keine Ahnung. Ja. Und nicht die Hater. Die Hater interessieren sich dafür nicht. Die checken das nicht mehr. Weißt du, das ist das Ding. Und ja, das ist das Ding. Dang. Was erwartet uns von dir in Zukunft? Es ist auf jeden Fall einiges Krasses geplant, weil zurzeit echt etwas, laut meiner Meinung, super langweilige Videos kommen und meine Zuschauer sowas nicht gewohnt sind von mir. Klar, zurzeit kommen echt super viele Videos, ich bin super aktiv geworden, es kommen mindestens 2 Videos in der Woche. Ich habe es geschafft, aktiv zu werden und nicht einmal im Monat ein Video online zu stellen, wie früher. Und bin auch super mega stolz auf mich, auch wenn wir zurzeit... Also alle YouTuber haben zurzeit dieses Problem, dass die Klicks nicht angezeigt, dass die Abonnenten nicht benachrichtigt werden, die Klicks scheiße sind. Trotz allem bin ich wirklich auf Deutsch gesagt zufrieden. Ich mache zwar nicht mehr 200.000 Klicks auf ein Video, sondern nur
60.000 Klicks auf ein Video. Ist zwar traurig, aber ich kann es halt nicht ändern. YouTube hat den Algorithmus geändert und irgendwelche Probleme. Also ich sehe es auch in den Analytics, dass nur 6% meiner Abonnenten benachrichtigt werden. Und ich bekomme es auch in den Kommentaren. Also es ist auch wirklich so, Leute werden deabonniert, also YouTube löscht die Abonnenten und meine Zuschauer müssen mich dann wieder neu abonnieren. Und das ist asozial von YouTube, warum die das machen und einfach Abos löschen. Das geht nicht. Da hat YouTube gerade irgendeinen Struggle. Ich glaube, ich vermute persönlich, dass YouTube sich gerade einkaufen lässt, weil gerade irgendwie die Zahlungen scheiße laufen, dass die Zahlen nicht gut sind. Zum Beispiel Mercedes-Benz ist in den Trends. Dann irgendwelche unbekannten YouTuber, die super langweilig sind, nichts gegen die persönlich, aber irgendwelche Kanäle, die halt irrelevant sind, ja. Und die machen super Klicks und Abos und ich mir nur so denke, hä? Und das fragt sich jeder YouTuber. Ja, wir haben auch Abonnenten verloren und auch ein paar Klicks. Bei uns ist es natürlich im Verhältnis zu dir lächerlich, aber erst recht, weil wir so klein sind, ärgert es uns natürlich umso mehr. Ja, das ist halt hardcore, wenn du 200 Abonnenten verlierst und du hast 2000 Abos. Und du denkst so, okay, was soll das denn? Ja, am Anfang machst du dir erstmal Gedanken, was ist passiert von heute auf morgen, was ist los. Aber dann haben alle anderen YouTuber auch das Problem und dann ist man wieder einigermaßen entspannt und ja, hofft, dass es wieder besser wird. Also man sieht es bei meinem Kanal echt hardcore. Nicht nur bei meinem Kanal, also ich finde bei meinem Kanal eigentlich schon sehr, sehr gut. So 200.000 Klicks, 3, 4, 5, 6, 700.000 Klicks und auf einen Schlag 50.000 Klicks, 20.000 Klicks, 20, 21.000. Das ist halt nicht das, was es früher war, aber trotzdem bin ich zufrieden und dankbar, dass ich überhaupt Klicks habe, weißt du, das ist das Ding. Und klar, wir leben von Klicks, aber trotzdem, ich bin dafür dankbar und kann mich trotzdem noch als stolz sehen und nicht als toten Kanal. Allerdings gibt es auch Kanäle auf YouTube, die wirklich tot sind. Das hat nichts mit diesem Algorithmus zu tun, auch nichts mit der YouTube-Änderung zu tun. Die sind einfach boring. Das ist einfach so. Die sind halt einfach langweilig. Und da klickt auch keiner mehr drauf. Ich habe auch Leute abonniert und die schaue ich auch nicht mehr. Ja, es gibt auch viele, die machen 3 Videos, machen einen Kanal auf und dann plötzlich hören sie auf. Ja. So. Also ich kenne es ja auch. Es gibt sogar welche, wo ich sogar Fan von bin, wo ich sage, wow, super. Und plötzlich hören die auf. Natürlich auch ärgerlich manchmal. Aber vielleicht sortieren die auch mal aus. Aber warum eigentlich? Warum kann man das nicht alles lassen? Ja, klar. Aber ich habe zum Beispiel Leute abonniert, die schaue ich einmal im Jahr, einmal im Monat höchstens. Ich hoffe nicht Monaco Deluxe. Slay. Ich glaube, ich habe den Kanal noch nicht mal abonniert oder so. Oh mein Gott, oh, Leute. Peinlich. Ich abonniere gleich mal Slay. Aber dann weiß er auch nicht, wie wir die Videos schneiden und er weiß eigentlich gar nicht, was als Endprodukt ist. Ja, dann kann ich mich auch was fragen. Ja, also YouTube ist halt YouTube, man muss oh mein Gott, peinlich. Man muss unterhalten, man muss was machen, dass du die Leute zu dir greifst. Und ich denke, das mache ich. Auch wenn ich laut meiner Meinung zurzeit nicht so krasse Videos mache, keine Pranks drehe, keine Sexstellung zeige, keine Ahnung was. Also ich denke, dass trotz all meine Videos noch unterhaltsam sind und sich von der Masse abheben. Also ich bin zwar ich selbst, aber trotzdem, mein Ich-Selbstsein hebt sich trotzdem an. Ja. Hebt sich trotzdem ab. Und das ist halt das Ding. Ja. Dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr noch ganz viel Tolles, Neues sehen. Auch vieles natürlich mit uns erleben. Wir bei der Secret Fashion Show uns gerne sehen. Das ich Shooting ihr begleiten. Müsst einschalten dann, Slay. Nicht nur bei mir, sondern auch bei Monaco Deluxe. Weil ich laufe dort und ich werde richtig slayen. Ich werde wahrscheinlich das auffälligste Model sein ever. Und ich freue mich auf jeden Fall und danke für die Einladung des Interviews. Und danke für deine Zeit. Gerne. Und ihr wisst, hat euch das Video gefallen? Dann einen Daumen nach oben geben oder und abonnieren. Abonnieren, Slang. Genau, hier draufklicken und abonnieren. Mein Kanal findet ihr unten auch in der Infobox, in der Informationsbox, Slang. Hier gibt es ein Video, was euch gefallen könnte. Und hier nicht. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe. Bye.